Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Replay Mappa 3 German Fan Translation. Ja, das erste Mal haben wir mit Kapitel 7 begonnen. Und jetzt dürfen wir in Richtung Chimera Labor laufen. Sollte eigentlich stark genug sein mit dem Level. Dementsprechend. Ja, ich will mal gucken, was die Leute zu sagen haben eigentlich. Ich habe ja Fassad letztens gar nicht mehr gesehen. Denkst du, er ist einfach nur beschäftigt? Okay. Es gewittert seit kurzem nicht mehr. Aber ich besitze hier eine Glücksbox. Also kann es mir sowieso egal sein. So, was sagst du? Man sagt, Nieborg ist jetzt der Ort. Man sagt, es ist eine super gigantische Stadt. Ich will dahin. Okay. Ja, was? Was macht denn ein Schmetterling hier? Okay. Du scheinst Andeutungen nicht so gut zu verstehen. Also werde ich es einfach aussprechen. Meine Familie hasst dich. Wieso kommst du immer wieder hierher? Auch nachdem ich dir das gesagt habe, weiß ich einfach, dass du wiederkommen wirst. Zuerst gab es ein Feuer, dann Gewitter und jetzt Erdbeben. Warum passiert uns das? Nun, wenn ich darüber nachdenke, dann bekomme ich irgendwie das Gefühl, dass das alles deine Schuld ist. Bitte bleib weg von uns, wenn du so nett wärst. Die Arschlöcher, ey. Einmal noch rein. Ich bin derjenige, der Meister Olli Humor beibringt. Achso. Obwohl ich nicht so aussehe, bin ich seit jeher als Höker der Verhökerer bekannt. Was? Höker der Verhökerer. Dieses Wortspiel funktioniert wahrscheinlich auch nur im Englischen. Ich habe keine Ahnung, was der auf Englisch sagt. Ich weiß, dass ich sehr wichtig aussehe. Aber ernsthaft, ich bin der Nebencharaktere. Ich heiße Sebastian und fleißig arbeiten ist alles, was ich tue. Okay. Ich muss wieder gehen, Alter. Mann, ich habe doch 7,5 Stunden geschlafen, ey. Warum bin ich immer so müde? Mann, also ich habe übrigens auch jetzt nicht hier geschlafen in der Wohnung, sondern drüben letzten beiden Tage. Egal wie deprimierend es werden mag, solange du Hoffnung hast, wird es immer einen Morgen geben. Also gib die Hoffnung nicht auf. Und was auch wichtig ist, ist Humor. Okay. Das kann ich nicht untersuchen. Okay. Ah, sorry. Mein Gott, ey. So. Ich weiß ja nicht, ob ich Bock habe, überhaupt mit einem zu reden, ehrlich gesagt. Ob ich einfach die Story durchmachen will, weil ich eigentlich irgendwann auch heute das Spiel fertig werden. Das läuft schon viel zu lange. Also sorry, man, du kam mir hin, du das siehst. Ich glaube, ich werde nicht mal eins testen. Weil es mir einfach zu lange dauert sonst. Ich bin so froh, dass sie mir die Bahnhofstreife gegeben haben. Auf diesem Weg können nämlich Leute wie ihr mit mir reden. Hätte man mir stattdessen die Bergstreife gegeben, würde ich einen Bären und so treffen. Das ist gruselig. Okay. Aber ich brauche da Geld dafür, ne? Eigentlich. Aha, okay. Naja. So. Also entweder laufen wir jetzt oder... Flüge sind viel weniger ermüdend als Laufen und sind billig und einladend. Sie sind so günstig, dass sie praktisch kostenlos sind. 50 DK, nein. Oh, ich verstehe. Gelegentlich kommen ein paar idiotische Kunden, die einfach vorbeigehen und lieber den gottverdammten Schienen entlang laufen. Nun, vielleicht ist das ja deine Vorliebe, wenn ich mal so frei sein darf, eine persönliche Vermutung zu machen. Ja, dann laufen wir einfach den Schienen lang. Scheiß drauf.
Wir laufen wahrscheinlich. Oh, hier sind Geschenke. Superbombe. Luxuriöse Bananen aus, hat sich gelohnt. Wir sind eben Mini-Gegner, also laufen wir mal nicht direkt den Schienen entlang. Es nicht gerade vermeiden lässt. So. Lauf, 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 lauf. Die vier können wir nichts mehr. Ach, hier war das. Yay, als der Crater. So. Oh, mein Augen kann von Müdigkeit einsetzen. Ich glaube. Also, ich fühle mich ja nicht mal so ganz müde. Ich muss mir ganz ergehen. Warum immer. Also gestern war ich den ganzen Tag, wie ich wieder bin, teilweise vom Rechner eingepennt. Ah, Schmetterling, okay. So. Na, ich komme auch mal im Speichern. Magischer Schmetterfrosch. Schmetterfrosch. Klingt auch so mega aggressiv, ey. So. Ich glaube, ich kann das Spiel doch ein kleines bisschen lauter machen, kann das sein? Ungefähr. Deine ungewisse Mine ist nicht mein Name, richtig. So. Och Leute, ernsthaft. Ihr wollt euch nur mit mir kloppen? Wow, ein Schaden, geil. Ich gebe noch nicht mal so viel EP jetzt hier, also. So. Ja, du knorst mich auch nicht mal, ne? Komischer Pilzhund. Was soll das nochmal? Bitte sprüht kein Kaffee auf die Schilder. Wie Hotdog oder Hundefutter. Ah, okay. Ist das eine Anspielung da auch? Da macht man das doch auch in der, auf dem Highway, ne? Haben wir das denn nicht gemacht? Letztens erst auf irgendein so ein Schild, wo Dog drauf stand, Hot davor gemacht. So. Lauf ich auf, hier auf. Ah, wir können uns theoretisch mal gucken, wo uns die Vieh anlegen können, wenn sie unten stark genug sind. Ist da eigentlich. Hi. Von hinten. Rindschlange! So. Also. Runter. Du. Ich habe hier keinen Kommentar gerade dabei, ist den einfach voran. So. Ja, so macht nicht mehr den Schaden und da einfach angreifen. Und tschüss. Okay. 136 EP. Nice. Gut. Also sind nicht wirklich mehr Herausforderung, die Viecher. Oh, ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Mann. Kreischender Knallstock. So.
240 EP. So. Speichern. Fabrik. Was sind eigentlich, gibt es euch neue Sachen zu kaufen? Voll. Nusskeks, Nusskeks. Da oben ist ein Klär. Super Bombe, da außen Schaden. Nice. So. Hä? So, kaufen Boni, also. Nee, gibt's nur. Okay. Nur Heilzeug. Na gut. Und dennoch. Wollte ich fragen. Er hat aufgehört, sich zu bewegen. Ach, hallo Lukas. Die Fabrik wird bald geschlossen. Sie sagen, dass man keine lieben Menschen mehr braucht. Oder ein Leben. Oder die Fabrik. Mich scheint auch keiner mehr zu brauchen. Das macht mich traurig. Ich werde nach New York City versetzt, sobald dieser Ort dicht macht. Danke für alles. Also die Lokate sehr stark aus dem Undertale. Oh Mann. Ich finde es interessant, dass man hier noch erkunden kann. Es sind überhaupt keine Leute mehr, ey. Na, Hauptsache, das Ding ist angeschlossen, ja? Die ganzen Nebenmenschen werden jetzt hier einfach so liegen gelassen, oder was? Oh Mann. Aber eigentlich konsequenterweise hätte man die Geräusche ja eigentlich auch noch abstellen müssen. Ach, das sind noch welche. Ja, und die hört sich auch bald auf zu bewegen. Naja. Na komm. Na gut. Speichern Sie jetzt aber. Dann sind wir eigentlich. Hey Kinder, ich habe heute alles anders als eine gute Stimmung. Kommt dann einmal wieder, es sei denn, ich wollte hier hochkant ausgeworfen werden. Okay. Hey, warum redest du mit der Luft rechts um dir? Was haben wir denn hier? Achso, ja, ich könnte jetzt euch lagern. Den Stock könnte ich euch mal verkaufen. Die DCMC-Broschüre brauche ich eigentlich nicht mehr. Die werden wir uns erstmal lagern. Gummimantel brauche ich auch nicht mehr. Boni. Das auf jeden Fall. Weg damit. So. Okay. Ja, ja, ja. Bla bla bla. Die blub, die bla blub, blub, die blub, blub, bla bla bla. Nein. Wir kaufen Lukas. Guter Stopp. Damit. Also, wir haben da schon was Besseres, ne? Weil ich. Wir haben. Freundes-Jojo, genau. Gummimantel kommt weg. So, Bonia, glaube ich, hat nichts, was ich verkaufen konnte, ne? Oder würde eher so. Ne, okay. So. Wir haben noch Geld einlagern.
Gott, soll ich einzahlen. Yay, 4700. Speichern. So. Dann geht's jetzt auf Ruhe. Dingens. Ah, geht mir nicht um. Beata und Tula, die waren ja auch relativ stark, ne? Jetzt ist es wahrscheinlich immer so, ne? Aua, doch. Ah, okay, gut. Wir bleiben dann doch nicht aus. So, zum Helfer, Lukas. So. Eigentlich, weil das ist eine reine PvP-Verschwendung, aber nur gut. So, also. Wofür die den Affen brauchen, ist hier. Hier ist eine Tür. Auf ihr sind tanzende Figuren abgebildet. Mandant, die Nane scheint hinter einer eigenartigen Tür im Murasaki-Wald zu sein. Einer der Affen im Chimera-Labor ist der Schlüssel für sie. Aber er ist aus seinem Käfig ausgebrochen und rennt jetzt wie von der Tarante gestochenen Gebäude rum. Hatschi! Entschuldigen Sie, es ist kalt draußen. Egal, bitte senden Sie Verstärkung. Ah, hey, du da! Das ist der Schlüssel um... Bup, 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 bup. Klick, bieb, 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 bieb. Okay. Was haben wir jetzt passiert ist? Auf jeden Fall hier ist das Chimera-Labor. Ah, du bist doch dieser Teilzeitarbeiter von damals. Du kommst gerade richtig. Halt mal für mich Stellung, okay? Ich werde reingehen und helfen, nach irgendeinem entflohenen Affen zu suchen. Ja, dann halten wir mal Stellung. Schönes Wetter heute, oder? Also heute ist ein bisschen bewölkt hier draußen. Sonne scheint, heute soll es 25 Grad heiß werden. Ich habe gestern diese Undertale-Map aufgenommen für Minecraft. Dann habe ich gestern den Genocide mit meinem Freund vielleicht geguckt von Undertale. Ja, was soll ich noch erzählen? Natürlich geht es nicht weiter, wenn wir nicht reingehen, ne? Das ist klar. Ja, die Musik erinnere ich umsonst ein bisschen ans Roulette. So. Oh, ihr seid die Teilzeitarbeiter, die ab heute hier arbeiten, richtig? Was passiert, wenn ich nein sage? Oh, nun, es ist schön, dass ihr so an der Wissenschaft interessiert seid, besonders in solch einem jungen Alter. Aber geht bitte nicht hinten durchs Minikino in das Labor. Das dürft ihr nicht. Okay? Ich kann raus mit einer Antwort. Okay. Cool. Ihr könnt hinten durchs Minikino reinkommen. Das Minikino ist rechts von der Eingangshalle, falls ihr es nicht wusstet. Da steht auch voll groß und einem großen fetten Movie. Geht dort rein und zieht euch um.